Wenn man New Super Mario Bros. U mit Lava flutet, dann werden Wasserlevel zu ganz normalen Leveln, wo Mario über den Boden laufen und springen muss. Und außerdem passieren noch weitere sehr seltsame Dinge, vor allem gegen Ende der Wasserwelt wird's komplett verrückt. Ich wünsche euch viel Spaß. Da wir die Wüste mittlerweile abgeschlossen haben, haben wir jetzt die Qual der Wahl, ob wir nach oben zur Eiswelt oder nach unten zur Wasserwelt gehen sollen. Und da sind wir uns ziemlich einig, wir nehmen die Wasserwelt. Vielleicht ist es ja auch wieder so, dass die Lava das Wasser hat verschwinden lassen und in einigen Wasserleveln kein Wasser mehr vorkommt. Vielleicht werden sogar Unterwasserlevel dann zu normalen Landleveln. Ich bin sehr gespannt. Wir beginnen mit dem ersten Level und... Oh mein Gott! Die Lava geht gleich wieder ab, aber erstmal ein One-Up-Geschenk. Okay, nicht schlecht. Und hier kommt noch Wasser vor. Das sind ein paar Wasserfontänen. Und ich musste erstmal richtig timen. Hier an den sicheren Boden und dann nach oben zur Wasserfontäne. Okay. Ja, die Lava ist natürlich... Um Gottes Willen. Ah! Die Lava ist natürlich hier sehr, sehr schnell. Gleich das erste Level hat es wieder ordentlich in sich. Aber es ist eigentlich ziemlich cool gemacht, weil ich immer schön abtimen muss, wann die Wasserfontänen hochkommen, weil ich halt nur bei denen dann sicher bin. Also sobald ich Wasserfontänen sehe, sollte ich am besten sofort auf die raufgehen, weil dann dürfte ich eben in Sicherheit sein. Eine Eisblume kriege ich hier auch, sehr schön. Und da rechts am Bildschirmrand ist die nächste Wasserfontäne. So, jetzt dürfte gutes Timing sein. Aber ich bin hier aber trotzdem ziemlich tief. Oh Gott, das war so knapp. Ich hätte fast die Lava berührt. Die geht sogar ein bisschen nach oben. Eieiei. Das ist aber schon ein bisschen fies, wenn man selbst auf diesen Plattformen jetzt nicht mal mehr sicher ist. Okay, aber hier komme ich weiter. Die Starcoin lasse ich wieder. Die ist mir zu riskant. Und hier führen die Wasserfontänen jetzt langsam nach unten. Und die unterste ist aber sehr weit unten. Und hier bin ich auch sehr weit unten. Okay, okay. Aber hier ist der Checkpoint. Da bin ich in Sicherheit. Puh. Ja, das ist echt schon ein ziemlich, ziemlich stressiges Level. Und das gleich zu Beginn von Welt 3. Wenn alle Level so werden... Dann habe ich ziemlich Angst vor der Welt. Oh, das war übrigens sehr schlechtes Timing, aber das hat... Okay, da hat eigentlich schon der große C von Mario die Lava berührt. Aber das hat ihm nichts ausgemacht. Ja, aber die zweite Hälfte ist trotzdem ein bisschen angenehmer. Da gibt es oftmals hohe Wasserfontänen oder andere hohe Plattformen, bei denen ich dann sicher bin. Oh, aber die ist tief. Die ist sehr tief. Und die verschwinden vor allem. Na, was tue ich denn? Okay, ein bisschen... Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Durch Ground Pound Cancel bin ich länger in der Luft geblieben. Das war schon ein bisschen skillig, oder? Müsst ihr zugeben. Müsst ihr zugeben. Und dann machen wir gleich weiter mit dem zweiten Level. Das ist jetzt ein reines Unterwasserlevel. Und ist es hier immer noch ein reines Unterwasserlevel? Ich bin gespannt. Okay, ich muss erstmal am Anfang in die Röhre reingehen, was gar nicht so einfach ist. Die Lava macht übrigens wieder sehr komische Bewegungen. Die geht immer so ein Stück und hält dann an. Und dann geht sie wieder und dann hält sie wieder an. Sehr seltsam alles. Und hier... Ist auch kein Wasser mehr. Das ist halt schon ziemlich cool. Normalerweise ist das eben ein Unterwasserlevel. Und jetzt muss ich das eben normal spielen. Die Lava ist zwar zum Glück auch relativ tief, aber das ist gar nicht die Hauptschwierigkeit hier. Ich finde, die Hauptschwierigkeit ist eher, dass es eben kein Unterwasserlevel mehr ist und ich halt nicht mehr quasi fliegen kann, schwimmen kann eben. Ich muss hier auf dem Boden entlang laufen und alleine das war zum einen schwieriger, auch wenn jetzt die Lava gerade gar kein Problem ist. Was ist denn da? Das ist ein unsichtbarer Boden. Einfach ein Troll. Eieiei. Ah, da kommt übrigens... Aha, guck mal, was hier ist. Da ist eine Super-Eiche, die kommt normalerweise auch nicht vor. Das sagt mir, dass ich die jetzt gleich brauchen werde. Genau, weil hier ist nämlich lange Zeit kein Boden. Und hier muss ich sie jetzt benutzen, um da irgendwie durchzufliegen. Na, ich mach mal von hier oben aus, glaube ich. Ah, und da natürlich, da oben ist eine Decke. Die kann man doch nicht mal sehen. Also komm, ja, dann ist eh vorbei wahrscheinlich. Ja, darüber müsste ich halt fliegen. Da ist einfach eine Decke offscreen. Ich wollte extra ganz weit hochfliegen. Also komm. Wäre eigentlich da ein Power-Up drin? Und wenn ja, komme ich da hin? Irgendwie? Das wird sehr schwierig. Na, mein Gott, bin ich schlecht. Alter, ich bin einfach zweimal auf die exakt selbe Art und Weise gestorben. Das gibt's ja gar nicht. Okay, ja, da ist ein Power-Up drin und ich krieg's sogar. Okay, ja, das war's das wert, zwei Leben dafür herzugeben? Nicht sicher. Oh, das war nicht so gut. Alter, warum spiele ich denn so schlecht eigentlich? Ich krieg normale Sprünge nicht hin. Aber das ist halt auch voll komisch, weil die Röhren sind alle so schief. Man soll ja auch auf denen gar nicht laufen normalerweise. Das ist gar nicht so einfach, okay? Na, jetzt bin ich an dem Block hängen geblieben. Okay, ich nehme mir einfach ein Power-Up aus dem Inventar. Ich nehme einfach hier eine Super-Eichel. Ich kriege ja dann eh später im Level eine. Das ist mir jetzt zu doof. Der Noob-Block ist schon wieder da! Ja, aber das habe ich auch verdient. Ich bin in dem Level ein ziemlicher Noob. Muss ich zugeben. Was mache ich denn jetzt hier? Oh Gott. Okay, ich meine, es wäre ja gar nicht schlimm, wenn ich sie verlieren würde, weil da kommt ja gleich wieder eine, genau. Aber ich will sie schon lieber behalten. So, ich muss dran denken, dass da oben eine Decke ist. Und jetzt sind doch vor allem gleich die Cheep-Cheeps im Weg, oder? Wenn ich hier entlang fliege. Ja, schon. Ja, ich muss fast kurz warten, bis die weg sind. Okay. Kann sich der mal ein bisschen beeilen? Okay, jetzt dürfte alles passen. Dann fliegen wir drüber.
Okay, sehr schön. Und da ist auch der Checkpoint. Natürlich. Und ich krieg gleich wieder eine, also man braucht sie auch weiterhin hier. Das heißt aber wenigstens, wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, dann muss ich mir nicht wieder ein Power-Up aus dem Inventar holen. Könnte ich eigentlich die Gegner kaputt rutschen? Weil wir haben ja schon, glaube ich, gelernt, dass ich nicht auf die Cheep-Cheeps oder auf die Gegner allgemein draufspringen kann. Obwohl es ja kein Unterwasser hier ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie durch Rutschen vielleicht besiegen könnte. Aber ich habe hier leider keine wirkliche Chance, es zu testen, weil die alle zu weit oben sind, die Cheep-Cheeps. Und die Igloks, die kann ich auf jeden Fall nicht besiegen. Das ist mir klar. Beim Blooper könnte ich es vielleicht testen. Komm mal her. Willst du mal auf den Boden gehen, Blooper? Ich will es doch nur testen, ob ich dich besiegen kann. Dann ignoriere ich ihn einfach, oh Gott, und gehe weiter nach oben. Das Level dürfte auch nicht mehr lang sein. Oh Gott, jetzt kommt dieser Verfolger Cheep-Cheep. Oh Gott! Ich muss schnell weg. Schnell weg! Da ist noch ein Blooper. Jetzt wird es aber sehr stressig. Und der kann halt sogar durch Wände durchgehen. Schnell hoch und in die Röhre rein. Eieiei. Okay, aber es war schon ein ziemlich cooles Level, muss ich zugeben. Man musste das halt komplett anders spielen. Die Lava war zwar diesmal eigentlich egal, die hat keine Rolle gespielt. Indirekt halt, weil durch die Lava ist halt das ganze Wasser verdampft. Aber so oder so, cooles Level. Und jetzt geht's weiter im Turm und natürlich steigt hier wieder mal die Lava. Aber hier ist es natürlich auch wieder sehr, sehr gut, dass ich bereits eine Super-Eichel habe, die mir das Ganze um einiges vereinfachen kann. Also es ist vor allem dieser Turm hier mit den Dornensäulen. Da muss ich teilweise sogar eh dann warten auf die, bis die vorangehen. Oh, das war... ich hab doch... Also komm, ich hab die doch nicht berührt. Ah, und stimmt, hier muss man ja so einen kleinen Umweg sogar gehen. Nein! Warum verliere ich denn meine Power-Ups so schnell? Das gibt's doch gar nicht. Sah immerhin wieder ein Pilz und ich dürfte eigentlich auch einen recht großen Vorsprung haben. Die Lava war auch in diesem Raum gar nicht mal so schnell. Weil man eben teilweise auch warten muss und weil es ansonsten wahrscheinlich zu fies wäre. Deswegen, so rein... Bei der Lava mache ich mir eigentlich erstmal keine Sorgen. Aber ein kleines bisschen Beeilung ist natürlich trotzdem angesagt. Aber damit dürften wir schon den Checkpoint erreicht haben. Ja. Okay, den kriegt man aber nur gerade so. Das ist ziemlich fies. Aber wir haben ihn. Bekomme ich ja noch ein Power-Up irgendwo? Ja? Oh, sehr, sehr wichtig. Eine Super-Eichel. Sehr gut. Und vielleicht kann ich jetzt die ja mal so eine Sekunde vielleicht behalten. Das wäre doch eigentlich ganz schön. Und nicht sofort verlieren. Nein! Nein! Die Notenblöcke! Ich wollte doch gar nicht bouncen! Naja, ich habe sie für gefühlt 3 Sekunden behalten. Etwas besser als die 1 Sekunde. Aber na gut. Ach, hier ist sogar schon die Boss-Tür. Okay. Ist hier noch ein verstecktes Power-Up irgendwo? Also hier ist bestimmt irgendwo eines, aber ich finde es nicht. Und ich habe keine Zeit mehr, weil die Lava kommt. Na gut, dann gehen wir rein. Und? Okay. Ein extra Donnerblock. Und wir haben wieder eine neue Lava-Formation, die diesmal sehr, sehr schwierig aussieht übrigens. Weil ich habe nur ganz, ganz wenig Platz. Oh Gott. Sie bewegt sich zwar dafür auch nur sehr langsam, aber wenn ich nicht ganz richtig lande, dann bin ich tot. Puh, okay. Dürfte passen. Aber das ist wirklich cool, weil die Bum-Bum-Bosskämpfe sind ansonsten ultra langweilig und die werden etwas interessanter gemacht durch die verschiedenen Lava-Formationen. So, und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt auf das Geisterschiff. Ein Geisterschiff mit Lava, wie wird das funktionieren? Okay, relativ langweilig bisher. Aber so langweilig ist es gar nicht mal, weil normalerweise ist da unten halt Wasser und das ist nicht schlimm, wenn ich da unten reinfalle. Ich muss halt dann zurückschwimmen, das war knapp, und das nochmal neu versuchen. Und wenn ich jetzt hier halt runterfallen sollte, dann bin ich halt tot. Also ist schon ein deutlicher Unterschied. So, hier zum Beispiel bin ich mir jetzt nicht sicher, was ich machen soll. Ach so, auf den Block warten. Okay, ich dachte mir schon. Aber ja, der erste Raum war eigentlich ziemlich geschenkt. Und jetzt brauche ich wieder eine Super-Eichel. Sehr freundlich, dass da genau passend ich immer eines bekomme, wenn ich eins brauche. Genau, hier soll man, glaube ich, eigentlich jetzt... Oh, ich hätte auf den wegspringen müssen, glaube ich. Ja, hätte ich. Ah, Mann. Normalerweise muss man eben hier ins Wasser eintauchen, aber hier ist halt das Wasser Lava. Deswegen muss ich da entlang springen. Na gut. Da war ich etwas zu voreilig. Warum bin ich denn nicht geduldiger? So, jetzt weiß ich ja, was ich tun muss. Zuerst auf dem Knochenfisch landen. Oder auch nicht. Hä? Aber wie soll man denn den Sprung ansonsten schaffen? Das ist doch viel zu weit. Und warum ist er dann überhaupt da? Hä? Okay, ich wollte gerade... Das ist sehr interessant. Ich wollte gerade testen, ob ich vielleicht, wenn ich einen Wandsprung mache, ob ich dann hoch genug bin, sodass ich da normal rüberfliegen kann. Dadurch ist aber da oben an der Decke etwas Seltsames entstanden. Ich kann da malen mit Mario. Hätte ich gerade eben einfach mehr Anlauf nehmen müssen? Bin mir nicht sicher. Jetzt hier so. Reicht es jetzt? Ja, okay, gerade so. Eieiei.
Ja, das ist aber schon ein bisschen gemein, oder? Und wie soll man denn die Starcoin kriegen? Achso, die müsste ich halt jetzt von der Seite aus quasi holen. Von rechts. Aber das ist ein bisschen fies. So, der Raum dürfte dafür aber gar kein Problem sein, oder? Weil hier ist die Lava wirklich zu weit unten. Also, okay, ich könnte theoretisch da auch reinfallen. Aber das sollte nicht passieren. Ich nehme hier auch mal zuerst den Secret Exit wieder. Mit dem Secret Exit kommen wir wieder zu einem Level, wo man relativ stark abkürzen könnte. Da kann man, glaube ich, zu Welt 6 oder 7 kommen oder so. Ich schätze mal, dass es wieder nicht gehen wird, aber der Vollständigkeit halber teste ich es mal. Und es würde mich eh interessieren, wie dieses Level hier umgesetzt wurde. Mit der Bodenranke. Mit sehr hoher Lava erstmal. Und hier ist weiterhin sehr hohe Lava. Genau, und das ist ja... Hier muss ich ja immer weiter nach oben gehen. Ist das nicht normalerweise ein Scrolling-Level? Ich glaube, das ist normalerweise ein Scrolling-Level, oder? Wo ich eigentlich auf dem Bildschirm warten muss, um nach oben zu gehen. Aber das wurde hier entfernt. Ich kann hier in meinem eigenen Tempo nach oben gehen. Das ist ja super interessant. Das heißt, ich kann das alles so ein bisschen skippen. Ich muss halt nur den richtigen Weg finden. Aber ich kann ja auch die Goombas ausnutzen. Und von denen wegbouncen oder auch von den Gegnern. Man kann das ganze Level einfach komplett skippen. Ist ja mega cool. Aber jetzt brauche ich wieder einen neuen Gegner, auf dem ich wegbouncen kann. Der hier. Na, nicht erwischt, verdammt. Ja, ich muss kurz nach unten zurück. Aber die Lava kommt schon. Oh Gott. Boah, ich muss die Gegner ausnutzen. Und dann Höhe gewinnen. Eieiei. Und jetzt. Okay, und jetzt nach oben. Und das war's dann schon. Okay, super interessant auf jeden Fall. Kurz und schmerzlos. Aber die Flagge war wieder rot. Das heißt, ja, es ist wieder keine Abkürzung. Oh, ich bin so schlecht. Warum bin ich denn so ungeduldig? Warum kann ich denn nicht mal kurz warten? Es gibt ja auch keinen Checkpoint in dem Level. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ich raste so aus, Mann. Im ersten Level war ich ja noch halbwegs skillig, aber ab da ging es nur noch bergab. So, aber jetzt haben wir auch dieses Level geschafft. Und können mit der Wasserwelt normal weiterspielen. Und ich krieg sogar noch ein Item. Der Toad darf auch noch ein kurzes Lava-Bad nehmen. Und wir kriegen noch einen Stern. Ein Stern bringt halt leider am wenigsten hier bei NSMBU, aber der Boden ist Lava. Weil der beschützt mich ja vor der Lava nicht. Aber gut. Wir machen ja auch mal wieder einen kurzen Kampf gegen die Cheep-Cheeps. Okay, das ist nicht stark verändert, aber die machen so ein paar Lava-Wellen. Die schlagen sogar teilweise relativ... tief hoch, die Lavawellen. Ich... sag mal, spiele ich zum ersten Mal Mario oder was? Das kann ja wohl echt nicht sein. Also vor allem hier, wenn sie oft auf einmal einschlagen, dann sind die Wellen teilweise ziemlich hoch. Ich frage mich, ob die mich sogar erwischen könnten. Ich hoffe nicht. Aber ich meine, das ist trotzdem gar nicht so einfach hier. Der Stern hilft mir ein bisschen. Jetzt muss ich aber noch auf zwei weitere einfach so drauf springen. Gut. Und den hier noch. Und zack. Yay. Ich hab Skill oder so. Und ich krieg wieder einen Stern. Cool. Danke. Und wir holen uns natürlich auch mal den Baby Yoshi. Und weiter geht's mit dem nächsten Level. Ich hoffe, der Baby Yoshi ist mir eine Hilfe. Er war keine Hilfe. Und die Lava macht wieder irgendwie neue Sachen. Weil sie macht... um Gottes Willen. Ich hab keine Worte für meinen fehlenden Skill heute. Es tut mir leid. Sie macht auf jeden Fall Wellen, aber verschiedene hohe Wellen irgendwie. Manchmal etwas höhere, manchmal etwas tiefere. Also ist auch nicht so einfach, das erstmal zu checken, wie das funktioniert mit den Wellen. Aber trotzdem war der Tod natürlich gerade nicht gerade sehr intelligent, wie sehr viele Tode, die ich heute habe. Aber ab jetzt wird's besser. Ich werde mich ab jetzt vollends konzentrieren und jetzt werde ich besser spielen. Glaubt mir, wirklich. Genau, man bekommt in dem Level ja den Mini-Pilz. Ich nehme den einfach mal. Der ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht. Weil ob ich jetzt groß bin oder klein, ist eigentlich egal, weil die Lava mich ja eh sofort killt. Und ich habe mit dem Mini-Pilz mehr Kontrolle in der Luft. Also ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich versuche auch mal hier nach oben zu rennen, in den Bonusraum. Und hier ist die Lava auch kein Problem und wir können uns die nächste Starcoin holen. Ja, doch, der Mini-Pilz ist eigentlich ganz angenehm, würde ich sagen. So, ich warte, bis der Checkpoint wirklich ganz sicher ist. Jetzt nämlich erst. Genau, weil die Lava kommt immer vor allem einmal sehr hoch. Jetzt wieder. Und da muss ich immer darauf abwarten, dass ich dann gerade nicht unten bin. Aber die zweite Hälfte ist auch um einiges einfacher. Der Mini-Pilz macht zwar auch ganz angenehm, aber auch ansonsten ist die zweite Hälfte einfach ein bisschen höher gelegen. Und da ist die Lava dann nicht wirklich ein Problem. Ich hätte fast wieder zu viel riskiert. Aber ist alles gut. Und dann können wir schon ins Ziel. Okay, war dann doch ganz in Ordnung. Habt ihr das gesehen? Mini-Mario... Das hätte ich sogar testen können. Kann Mini-Mario auf der Lava... Nee, kann er nicht. Aber auf der Laufe kann. Also zumindest am Ende konnte er auf ihr laufen. Und dann ist er einfach ins Ziel reingeflogen.
Das war seltsam. Hier ist das vorletzte Level aus der Wasserwelt. Und wir haben hier wieder gleich ein Unterwasserlevel. Und ich kriege eine Super-Eichel, die ich mir natürlich nicht holen wollte. Das, ich hatte nicht vor, sie mir zu holen. Auf gar keinen Fall. Ich wollte eine Challenge haben und es ohne die Super-Eichel machen. Glaubt mir. Ich habe sie nicht einfach nur verfehlt. So, wir haben natürlich wieder kein Wasser. Die Lava macht hier aber immerhin wieder keine Faxen. Und ich habe ja den Mini-Pilz, der ja ähnlich gut ist wie die Super-Eichel, weil mit dem komme ich auch sehr, sehr weit. Hier ist kein Boden. Hier ist kein Boden. Und da bin ich jetzt übrigens auch nicht gestorben, sondern ich wollte einfach nur testen, ob Mini-Mario auf der Lava laufen kann. Und nein, kann er nicht. Das war also nur für die Wissenschaft. So, dann machen wir es jetzt halt, wie es gedacht ist. Das war wieder knapp. Mit der Super-Eichel. Okay, dann will ich sogar vielleicht zuerst mal auf den braunen Block da jetzt hoch. Aber das ist schon wirklich ziemlich tricky. Wenn hier... Eieiei. Wenn hier das Wasser einfach fehlt und man einfach so irgendwie klarkommen muss. Okay, jetzt hier durch. Und dann da nach oben Starcoin mitnehmen und hier bin ich erstmal in Sicherheit. Das ist sehr schwieriges Platforming hier. Und dann kommen ja auch noch die Windstöße, die einen so ein bisschen wegdrängen. Und die Cheep Cheeps sind überall im Weg. Also sehr, sehr schwierig, das Level. So, hier habe ich jetzt mal ein bisschen sicheren Boden unter den Füßen. Das fühlt sich gut an. Dann fliegen wir gleich weiter. Und hier auch wieder. Und Checkpoint und auch eine neue Super-Eichel. Okay. Also, vorm Checkpoint war es dann ein bisschen einfacher. Vor allem der Anfang war sehr, sehr schwierig gerade von dem Level. Und die Starcoin, die ist ja relativ easy. Die nehme ich mir mit. Allgemein ist die zweite Hälfte bisher um einiges einfacher, weil hier eigentlich immer irgendwelche Plattformen vorkommen, auf denen ich stehen kann. Und wir könnten uns sogar auch die dritte Starcoin hier mitnehmen. Oh, 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 das war ein Fehler. Das war ein riesengroßer Fehler. Ja, ich muss die Super-Eichel hergeben. Vielleicht geht das restliche Level ja ohne Super-Eichel. Nein, geht's nicht. Cool. Vielleicht ja auch doch, wenn ich einen sehr, sehr weiten Sprung mache. Aber ich glaube irgendwie nicht. Nein. Das kann ja auch nicht sein. Alles davor war relativ einfach. Und dann genau da, wo ich die Super-Eichel verliere, kommt eine Stelle, wo man sie auch dann auch wirklich zwingend braucht. Das gibt's doch gar nicht. Ich probiere den Bonusraum mal trotzdem nochmal, weil ich will mal wieder ein Level haben, wo ich überall alle Starcoins bekomme. Genau. Wenn man einfach schnell ist, dann geht's. Ist trotzdem nicht so ganz einfach, aber dann ist es machbar zumindest. Okay. So, jetzt einfach schön rüber gleiten. Genau, die gelben Cheep Cheeps, die schwimmen ja immer von mir weg. Deswegen, wenn ich einfach ruhig stehen bleibe, dann ignorieren sie mich. Okay. Und damit haben wir es geschafft. Gut, wunderbar. Und damit fehlt nur noch das Castle. Das Castle ist auch zumindest teilweise ein Unterwasserlevel. Da wird wahrscheinlich das Wasser auch wieder fehlen, würde ich mal schwer schätzen. Aber mal gucken. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt habe ich wieder so einfach meine Super-Eiche verloren. Aber das ist schon okay, weil der erste Raum wirkt auch ziemlich, ziemlich einfach. Weil die Lava sehr weit unten ist. Und vor allem an den Gittern kann ich ja auch entlang klettern, um ganz weit oben zu sein. Also sieht bisher sehr, sehr machbar aus. Die Lava ist vor allem sehr interessant, weil die ist sehr lange am Stück oben und dann sehr lange am Stück unten. Wenn man einfach ein bisschen wartet, bis sie unten ist, dann kann man eigentlich sehr chillig durchlaufen ohne Probleme. So, jetzt kommt der eigentliche Ich bin so schlecht. Der eigentliche Unterwasserabschnitt. Jetzt hätte ich hier irgendein besseres Power-Up bekommen können. Aber leider nicht. So, wie hoch steigt die Lava? Nicht so hoch, okay. Aber hier habe ich jetzt gleich ein Problem. Ja, das ist aber ein bisschen wahnsinnig, der Abschnitt hier, oder? Weil hier ist die Lava jetzt nur ganz kurz weit unten. Verdammt. Und die bewegt sich auch wieder ganz, ganz komisch. Ja, das ist nicht so einfach. Und da war ich natürlich wieder zu greedy. Anstatt einfach 3 Sekunden länger zu warten, bis die Lava weiter unten ist. Nee, kann ich nicht. So, wenn ich jetzt ein bisschen besser aufpasse, kann ich aber vielleicht hier ein cooleres Power-Up bekommen. Ja, eine Eisblume. Die ist gar nicht so schlecht, weil dann kann ich sogar die Torpedos hier eventuell als Plattformen ausnutzen. Okay. Ich wusste nicht, dass die so schnell wieder auftauchen. Na gut. Ich meine, hier ist ja auch Lava. Ergibt schon Sinn. So, jetzt muss ich auf jeden Fall schnell hier entlang laufen, während sie gerade unten ist. Ja, aber wie soll ich denn... Also hier muss man ja Schaden nehmen. Also Entschuldigung, wie soll das denn gehen? Oh, das ist ja richtig schwierig hier. Da ist die Lava unten, die voll weit hochsteigt teilweise. Und da wird man überall abgeschossen von allen möglichen. What? Okay, ich bin mal hier durchgekommen, ohne Schaden zu nehmen. Da bin ich schon mal sehr stolz auf mich. Aber hier kommt dann gleich der nächste wieder. Ja, wenn da schlechtes Timing ist, was will ich denn dann machen? Okay, jetzt komme ich hier durch. Okay, und hier bin ich erstmal in Sicherheit. Eieiei. Also, ja, so richtig in Sicherheit bin ich hier nie. Weil ich könnte überall immer abgeschossen werden. Neues Power-Up vielleicht? Ja, sehr gut. Das bringt mir zumindest ein bisschen was gegen die Torpedo-Tets hier. Boah, Alter, habt ihr das gesehen? Gerade noch so geduckt.
Das war sehr knapp. Und jetzt kommt ein langer Abschnitt, wo ich sehr weit unten bin. Das gefällt mir gar nicht. Ja, was soll ich denn hier machen? Komm, schnell! Schnell, geh rein! Okay, okay. Ui, 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 ui. Hat das Level eigentlich keinen Checkpoint oder so? Was ist das denn? Aber hier dürfte die Lava nicht so schlimm sein, weil ich hier relativ weit oben bei den Gittern sein kann. Okay, aufpassen, aufpassen. Da unten bin ich nicht in Sicherheit. Am besten springe ich direkt rüber. Okay, gut. Hier ist die Boss-Tür normalerweise. Die Boss-Tür fehlt? Hä, warum fehlt die Boss-Tür? Hier ist noch eine versteckte Feuerblume, ja schön. Ist es so, dass man Welt 3 gar nicht, also dass man die Wasserwelt gar nicht abschließen kann und man muss zur Eiswelt gehen? Man hatte ja die Wahl, ob man zur Wasser- oder zur Eiswelt geht. Und vielleicht kann man die Wasserwelt nicht abschließen. Ja, aber das kann doch nicht sein! Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, ich habe leider keine Ahnung, was das soll. Vielleicht ist es auch so, dass die Boss-Tür woanders hingesetzt wurde. Wir haben ja auch schon häufiger gesehen, oder nicht häufiger, aber einmal gesehen, dass auch die Fahnenstange woanders hingesetzt wurde. Vielleicht ist die Boss-Tür einfach auch woanders. Vielleicht ist sie in einem Bonusraum oder so. Was weiß ich. Ich schaue mir das Level mal nochmal an. Aber das ist seltsam. Oder ich habe nochmal eine andere Theorie. Ich habe ja ein Level ausgelassen bei der Entscheidung, welches Level man nimmt. Und wir spielen mal das jetzt noch. Vielleicht muss man jedes Level spielen aus jeder Welt, jedes Level schaffen. Und erst dann... Eieiei. Das ist ja eh ganz interessant hier. Und erst dann, erscheint die Boss-Tür oder so? Keine Ahnung. Okay, die Lava-Welle bewegt sich ganz langsam nach vorne. Hier kommt auch wieder Yoshi vor, das ist doch ganz nice. Und so auf den ersten Blick sieht das Level eh ziemlich machbar aus. Da kommen sogar als Cheep-Cheeps aus der Lava raus. Die ist zwar teilweise hoch, aber ich kann eigentlich den Wellen immer ganz gut ausweichen. Mit Yoshi ja auch noch. Habe ich noch mehr Bewegungsfreiheit. Also man kann hier sogar ziemlich schnell durchrennen durch das Level. Und es geht eigentlich alles relativ gut klar. So, jetzt hier am Ende muss ich ein bisschen aufpassen auf die vielen Cheep-Cheeps, damit ich Yoshi nicht verliere. Aber die Lava ist ja eigentlich kein Problem. Ja, das war ziemlich geschenktes Level. Okay. So, jetzt habe ich jedes Level gespielt, sogar jeden Exit genommen aus der Welt. Vielleicht ist jetzt die Boss-Tür am Ende da. Mal gucken. Warum ist der Noob-Block eigentlich hier? Der war gerade eben vor allem doch noch nicht da. Naja. Wir können das übrigens auch mal austesten. Wir machen das einfach mal. Weil da zeigt mir jetzt ja Luigi, wie man das Level richtig spielt. Toll gemacht, Luigi! Ganz toll! So, hier oben zum Beispiel ist noch ein Bonusraum, den ich beim letzten Mal ausgelassen habe. Vielleicht ist sie ja einfach hier, die Boss-Tür. Nee, das wäre auch zu schön gewesen. Okay, ja, keine Ahnung. Dann kann man anscheinend die Wasserwelt nicht abschließen. Und ich schätze, man kann dafür aber die Eiswelt abschließen und dort wird es dann weitergehen. Schon ein bisschen gemein aber, oder? Aber gut, dann kommt beim nächsten Mal halt die Eiswelt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es jetzt ein etwas seltsames Ende genommen hat. Wenn ja, dann lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ich noch weitermachen soll mit der Eiswelt beim nächsten Mal, wo es dann vielleicht hoffentlich weitergehen wird. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.